Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Wenn ihr liiert seid, habt ihr euch dann fürs neue Jahr vorgenommen, euren Schatz zu unterstützen, auch wenn es sehr anstrengend ist? Das ist gut so, aber passt auf, dass es nicht an die Substanz geht. Da hat dann euer Partner nämlich auch nichts davon. Singles flirten im neuen Jahr munter drauf los, gern auch in der Chefetage. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber sehr prickelnd. Und damit kommen wir zu euren Konstellationen des Monats. Erstmal der Erlebnishintergrund, die langfristig wirkenden Planeten. Da haben wir also erstmal Glücksplanet Jupiter, der wunderbar hier steht, zur Zwillinge-Sonne im schönen Aspekt und auch noch im Haus der Lust und der Lebensfreude und der Sexualität. Und dann haben wir den wilden, exzentrischen Uranus, der steht genau gegenüber in eurem Haus der Freundschaft. Und beide in Kombination, das kann also wirklich heißen, dass ihr sehr interessante neue Leute kennenlernen werdet. Also nicht nur im Januar, das gilt noch fast das ganze Jahr über. Und dann im günstigen Aspekt dazu Saturn, der jetzt hier wieder die seriöse Begegnung reinbringt. Das heißt also, ihr könnt interessante, spannende Leute kennenlernen und dann kann da aber eine wirklich seriöse Beziehung draus werden. Eine längerfristige. Das ist jetzt besonders für Singles interessant. Die Liierten, die haben auch natürlich diese schönen Aspekte, eben gerade hier Lebenslust und Freude und Freundschaft. Das heißt also, man sollte dann eben einfach auch im gemeinsamen Freundeskreis sich amüsieren und natürlich auch dafür sorgen, dass man genug Zeit zu zweit hat. Und Spaß unter der Bettdecke. Ne? Also das gilt ja nun nicht nur für Singles, sondern eben auch für die Festliierten. Die können sich da auch gut austoben mit diesen Konstellationen. Und weil die alle gemeinsam wirken und ziemlich in den gleichen Graden stehen, haben diese drei Einflüsse die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und dem 16. Juni Geburtstag haben. Und das ist eigentlich ja ein recht angenehmer Einfluss, denn er bringt sowohl Aufregung und Prickeln rein, als auch eben eine Möglichkeit, dass das Ganze dann seriös wird und dass man das auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass man nicht vergisst, wo es hingehen soll. Also dass man sich nicht nur dem reinen Spaß hingibt, sondern auch so ein bisschen die Verantwortung behält. Genau, und dann gibt es noch das Quadrat Neptun, das ist ein bisschen schwieriger. Der Neptun, der steht hier für euch im Haus der Karriere, in der Chefetage des Horoskops. Da steht jetzt aktuell auch der Mars noch dabei. Und das bedeutet, dass es Konflikte geben kann im Job. Und zwar deswegen, weil es unklare Situationen gibt. Sei es, dass der Chef unklar ist und man das nicht versteht, was er will oder er selber nicht weiß, was er will. Oder dass eure momentane berufliche Situation unklar ist, was euch natürlich auch ein bisschen stresst. Also mit dem Mars könnt ihr dann natürlich jetzt in diesem Monat auch schon vorankommen, aber das kann eben auch Konflikte anzeigen. Also das ist sicherlich eine Sache, die euch, die viel Raum in eurem Leben einnehmen wird. Und auf der persönlichen Ebene ist außerdem, muss man sagen, dass Neptun, der ist ja der Romantikplanet, aber wenn der im harten Aspekt zur Sonne steht, und das ist ja bei euch der Fall, dann kann der auch anzeigen, dass es Heimlichkeiten gibt. Auch hier wieder Unklarheiten, Heimlichkeiten, dass ein Flirt oder auch Partner was zu verbergen hat oder auch, dass man selber vielleicht was zu verbergen hat. Deswegen rate ich da allen, die das spüren, wirklich mit offenen Karten zu spielen und für Klarheit zu sorgen. Und das betrifft besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 29. Mai und dem 3. Juni Geburtstag haben. Das ist also ganz wichtig, dass ihr da die Augen aufmacht, dass ihr genau hinschaut und dass ihr sowohl nicht selber irgendwas unter den Teppich kehrt, als auch, dass ihr darauf achtet, dass euer Gegenüber da mit offenen Karten spielt. Und der klassische Fall ist dann eben, dass man ohne es zu wollen in der Dreiecksgeschichte landet, weil der andere vielleicht noch gebunden ist oder eben auch man selber. Ne? Müsst ihr schon ehrlich sein. Das ist also, da, sonst geht es da um Probleme mit Vertrauensfragen. So, jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Der Neumond im Steinbock, der gibt ja so das Thema vor. 29.12. findet der statt. Und der findet jetzt bei euch im 8. Haus statt und das ist das Haus der Ehe, also der langfristigen Bindung, wo man auch dann tiefergehende Verträge im Grunde ja eingeht. Also sowohl was eine eheartige Beziehung angeht, als auch überhaupt Verträge. Das wird wichtig, vielleicht sogar das ganze Jahr über für euch, aber auf jeden Fall eben im Januar. Und darüber könnt ihr zu Neumond mal nachdenken, was ihr da vorhabt, wo es hingehen soll, mit wem ihr euch wie zusammentun wollt, weil hier geht es auch um gemeinsame Werte.
Und jetzt ist aber der Merkur ja rückläufig. Das heißt, da können sich getroffene Vereinbarungen auch noch mal ändern oder jemand könnte seine Meinung ändern. Also achtet da mal drauf. Das würde sich dann aber ab dem 8. Januar wieder gerade rücken lassen. Pluto steht dort ja auch lange, lange, langfristig für die Zwillinge und das bedeutet eben, dass man vielleicht wirklich auch Anstrengungen unternehmen muss in der langfristigen Beziehung, aber auch, dass man eine sehr große Tiefe und Verbundenheit erleben kann. Genau, so, jetzt der nächste wichtige Aspekt wäre dann am 3. Januar, da geht die Venus dann auch hier in die Fische und damit in euer 10. Haus. Und das bringt dann halt so eine Energie von Flirt und Leichtigkeit rein und vielleicht auch die Bildung von Beziehungen, die euch dann auch beruflich weiterhelfen. Vielleicht eben auch, indem ihr in Verbindung geht, dass ihr dann diese etwas unklare Situation verbessern könnt. Aber es kann eben auch einfach heißen, dass man in der Chefetage flirtet, was aber wieder nicht ganz ungefährlich ist, wegen der Unklarheiten eben. Also ihr müsst ihr davon ausgehen, dass wenn ihr da was anfangt, dass da nicht alles so ist, wie es nach vorne aussieht und dass es da eventuell Klärungsbedarf gibt. Und ihr wisst ja selber, wie heikel das sein kann auch, ne? Also wenn, dann bitte ganz bewusst an die Sache rangehen und auch vorsichtig. Genau, dann habt ihr zwei Top-Tage, 5. und 6. Januar, wenn der Mond diese Prickelspannung hier aktiviert, Lust und Liebe und Freundschaft. Also entweder ihr unternehmt was Tolles mit einer Clique, mit denen ihr euch wohlfühlt oder ihr reserviert euch Zeit zu zweit zum Kuscheln und für kreative Aktionen könnt ihr euch dann aussuchen. Es sind jedenfalls zwei super Tage für euch. Und dann wird der Merkur ja am 8.1. wieder direktläufig und dann ist er noch bei euch im Partnerhaus. Der lässt sich also vielleicht auch was klären, wenn das nötig ist. Und dann geht er eben ins 8. Haus. Dann lassen sich auch diese Vertragssituationen nochmal neu durchdenken und besprechen. Und dann, falls da eine Veränderung sein sollte, lässt sich das dann klären wieder. Genau, dann haben wir den Vollmond. Der ist am 12.01. und wirft dann nochmal ein Schlaglicht, auch bei euch auf diese Vertrags- oder auch Ehesituation. Also wenn ihr Pläne gemacht habt, euch fest einzulassen, dann kommt da vielleicht um den Vollmond rum nochmal was hoch oder Gefühle kommen da hoch oder es muss nochmal was angeschaut werden. Und das könnte auch ein bisschen konflikthaft sein. Das seht ihr eben hier an diesem roten Viereck. Das ist eine sehr spannungsgeladene Konstellation. Vielleicht wolltet ihr ein bisschen zu viel Spaß haben und der feste Partner findet das nicht gut. Das kann auch sein. Oder euch fällt auf, dass ihr euch vielleicht in so einer Ehe oder in so einer verpflichtenden Beziehung zu sehr eingeengt fühlen würdet. Also das sind alles so Sachen, die können um den Vollmond hochkommen, sollten aber dann auch nicht besprochen werden, weil das ist zu emotional in dem Moment. Da gibt es bessere Momente für. Und die sage ich euch gleich. Ihr habt also schon am 13. und 14. bessere Sterne. Also auch um gut zu reden und euch gut darzustellen und eure Situation vielleicht auch verständlich zu machen, das wäre zum Beispiel günstig, ne? Dann kommt eine kritische Phase, die könnte mit eurer Berufssituation zu tun haben, aber eben auch Partnerschaft. Also Beruf und Partnerschaft sind da betroffen. Und Beruf und Begegnung, also vielleicht ist das ein Hinweis, dass wenn ihr da rumgeflirtet habt in der Chefetage, dass es dann zu einer schwierigen Situation kommen könnte. Und diese kritische Phase ist zwischen dem 14. und 20. Kann aber auch einfach sein, dass ihr einen beruflichen Frust habt, weil ihr euch nicht durchsetzen könnt oder nicht bekommt, was ihr wollt. Das müsst ihr einfach mit leben, ne? 14. bis 20. nicht so toll. Und dann vielleicht auch den Ball ein bisschen flach halten, meine ich. Genau, dann kommt aber wieder ein Top-Tag am 19. Da habt ihr den Mond in der Waage, also eigentlich der 18. auch schon. Und der 19. ist wieder gut für euch, da kommt ihr vielleicht auf gute Ideen oder könnt eben auch durch eine Allianz, die ihr dann schließt, da einen Vorteil für euch erreichen. Und dann ist ebenfalls gut für euch, dass die Sonne ins Zeichen Wassermann geht und damit in einen günstigen und guten Aspekt für die Zwillinge und dann für den ganzen Monat sehr schön für euch steht. Begünstigt übrigens auch Reisen oder auch Fortbildung. Also kann auch sein, dass das berufliche Problem sich lösen kann, indem ihr einfach noch was dazulernt, was ihr noch braucht. Und dann haben wir leider noch mal eine kritische Phase, die geht dann vom 24. bis zum 27. Das könnte auch einen Liebesfrust anzeigen. Das könnte einen Liebesfrust anzeigen. Zum Beispiel hier jemand Tolles kennengelernt, irgendwie hat irgendwie mit der Karriere zu tun, aber
Das Ganze lässt sich dann eben doch nicht in eine Beziehung überführen. Das Ganze muss wieder beendet werden. Oder jemand anders versteht da keinen Spaß. Also müsst ihr mal gucken. Ne? Die Situation ist nicht so ganz einfach für euch. Aber sie geht dann ja vorbei. Also ich würde das dann auch einfach aussitzen notfalls. Denn die Konstellationen werden zum Februar hin deutlich besser. Ihr habt dann nämlich nochmal ein Top-Wochenende. Am 28. und 29.01. super schöne Sterne. Dann ist der Neumond im Wassermann. Das ist perfekt, um große Pläne zu machen für die langfristige Zukunft. Da solltet ihr auch vielleicht eine Reise planen, wo ihr dieses Jahr noch hin wollt. Also dafür ist das wunderschön. Und dann geht der Mars am selben Tag ins Zeichen Widder und steht damit auch halt sehr gut für die Zwillinge. Es könnte vielleicht auch sein, dass ihr dann einen netten Widdermann kennenlernt. Und da kommt dann kurze Zeit später die Venus auch hinterher. Und das heißt, dass es im Februar für euch super schöne, prickelnde Liebessterne gibt. Sollte es also einen Frust gegeben haben im Januar, lässt sich das im Februar bestimmt nochmal wieder ausgleichen. Und dann kommt ja noch die Konstellation mit der rückläufigen Venus, die dann auch nochmal jemanden wieder zurückbringen kann. Also keine Bange, das wird schon. Genau, so klingt dann der Monat aus mit richtig guten Konstellationen und frischen neuen Impulsen in der Freundschaft. Vielleicht kann es dann auch mal einen Konflikt in Freundschaftsangelegenheiten geben, kann man nicht verschweigen mit dem Mars, aber es ist eigentlich eher wahrscheinlich, dass da frischer Wind reinkommt. Okay, meine Lieben, soweit also die Konstellationen des Januars für euch. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Ich verlose diesmal übrigens auch wieder unter allen, die meinen YouTube-Kanal abonnieren, eine Beratung, 15 Minuten Kurzberatung diesmal. Deswegen, falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das jetzt bitte noch, damit ihr bei der Verlosung dabei seid. Wenn euch das Thema Liebe und Horoskop interessiert, könnt ihr auch an meinem nächsten Workshop teilnehmen. Ich fange dieses Jahr den dritten Teil meiner Ausbildung an, Liebe und Beziehungen im Horoskop. Und der beginnt im Januar am 28. Und dazu gibt es ein kostenloses Info-Webinar. Das findet am 28. Dezember statt und kann dann auch als kostenloses Video noch abgerufen werden. Ne, falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr hier alles verlinkt. Ne, braucht ihr nur drauf zu klicken, dann kommt ihr dahin. Ihr findet hier auch einen Link, wie ihr von mir eine Beratung bekommen könnt, was es kostet und so weiter. Das leitet euch dann auf meine Webseite oder ihr ruft kurz an auf meinem Kundentelefon und vereinbart einen kurzfristigen Termin mit mir auf der Hotline. Ich habe nämlich jetzt eine Hotline, die ist vom Festnetz aus zu erreichen, wird dann über die Telefonrechnung abgerechnet und da können wir dann auch telefonieren, kostet 2,99 € die Minute. Ja, meine Lieben, jetzt wisst ihr, glaube ich, alles, was ihr wissen müsst für den Januar. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.